das schöne Fräulein kenne ich doch. Einen Schluck Wein? Bitte, bereit für unsere kleine Reise? Der Myrade scheint verletzt zu sein, also werden wir laufen müssen. Ach richtig, du stammst ja aus Nerim. Hier in Endaral wirst du sie kaum übersehen können. Myraden sind riesige Flugtiere. Sehr garstig in Wildform, sehr nützlich in gezähmter Form. Auf ganz Endaral verteilt gibt es Myradentürme, deren Wärter dich gegen ein Entgelt mit ihrem Myraden von A nach B befördern. Aber wie gesagt, der Flussheimer Myrade hat sich verletzt. Wir werden laufen müssen. Wunderbar. Dann lass uns losgehen, solange es noch dunkel ist. Das bedeutet weniger Gefahr, im Briganten zu laufen. Ah, und eines noch. Bislang wirkst du auf mich eher wie der Nahkämpfer. Also im Gefecht, meine ich. Wie sieht's aus? Lieg ich da richtig? Verstehe. Ich frage, weil ich vorher noch beim Marktplatz war, um meine Vorräte aufzustocken. Bei der Gelegenheit habe ich auch noch eine kleine Weglektüre mitgenommen. Ja. Hier. Ich denke, das könnte dir nützlich sein. Der Arasealer in meinem Bett. Sinnliche Bekenntnisse einer Vagabundin. Band 1 bis 5. Du weißt schon, für die einsamen Nächte. Spaß beiseite, das sind Lehrbücher. Von Arkanisten, Fechtmeistern, je nachdem eben. Du kämpfst gut, aber wenn du deine Fähigkeiten ausbauen willst, kommst du um solche Lektüren gar nicht herum. Kein Ding. Dann würde ich sagen, auf geht's. Nimm dir deine Zeit, ich warte hier so lange. Thank you.
Das ist doch mal eine Aussicht, oder? Allein für solche Momente lohnt es sich zu leben. Hier war früher mal ein Handelsposten, aber seit der Abschottung ist er verlassen. Ja, so nennt man den Erlass, der vor gut 30 Jahren hier gefällt wurde. Einfach gesagt, wurde durch ihn der Handel mit anderen Ländern stark eingeschränkt. Eine ziemlich unwirtschaftliche Entscheidung, aber ungefähr zeitgleich verließ der lichtgeborene Erodan Nerim. Und ich denke, der Orden hatte Angst, dass dasselbe hier auf Enderal auch passiert. Du weißt schon, rebellisches Gedankengut und so weiter und so fort. Jedenfalls findet seither Handel auf Enderal nur noch streng kontrolliert im Arker Hafen statt. Und kileanische Gewürze und tiermatraler Wein können sich nur noch die erhabenen Pfades leisten. Deshalb mussten eine Menge Handelsposten wie der hier oder die Dreiflusswacht dicht gemacht werden. Aber die Plünderer freuen sich darüber. Sieh ruhig selbst nach, wenn du willst. Ansonsten lass uns weitergehen. Es ist noch ein Stück. Ah.
Ah, da bist du ja wieder. Hey, ihr da! Könntet ihr mir einen kleinen Gefallen tun? Mein Bruder Ulver frisst sich drüben im Wald die Hucke voll. Während ich, Idiot, an der Brücke Wache schieben muss, weil die Banditen jeden Moment kommen können. Sagt ihm, der soll seinen fetten Hintern aufschwingen und sich auf die Jagd machen. Hört mal, ich friere mir hier den Arsch ab. Braucht doch etwas, das mich wärmt. Was wollt ihr? Haut ab, hier gibt's nichts zu sehen. Ach, sagt ihr das? Dann hört mir mal gut zu. Seit wir von Ark zur Jagd aufgebrochen sind, macht der nichts anderes, als sich die Hucke voll zu saufen. Bis er wieder trocken ist, bewege ich mich keinen Fingerbreit von hier. Richtet ihm das aus. Ist dieser Vatyrensohn denn noch zu retten? Sagt ihm, er soll nicht so großspurig auffahren und seinen Arsch hierher bewegen. Ah ja, soll ich das? Und sagt ihm mal, dass mich, was er will, so viel interessiert wie die Arschhaare eines nackten Vatyren. Jetzt reicht's. Haut ihm für mich eine über. Natürlich. Danach wird er seinen Arsch hierher bewegen. Na,
Das würde ich gerne sehen. Danke. Dann gehe ich mal Plätze tauschen. Vielen Dank, Fremder. Ihr, nehmt dies als Dankeschön. Wir haben es gejagt. Beim weisen Eremiten, was für Idioten. Herzlich willkommen in Enderal, mein schönes Fräulein.